Wir gucken mal, was für E-Mails hier reinkamen. Okay, wir haben für einige Rennen Einladungen erhalten. Das ist ja schon mal sehr, sehr schön. Und wir haben zu zwei Rennen keine Einladung erhalten. Tour of the Alps und Milano-Torino sind wir nicht dabei. Interessant. Ja, einige Fahrer nähern sich irgendwelchen Zielen. Ich habe natürlich wieder mal versucht, das Ganze so zu machen. Also die Rennplanung so zu machen, dass, ne, genau, dass wir möglichst allen Fahrern mal die Chance geben, auf eigene Rechnung zu fahren. Das mache ich ja eigentlich immer so. Aber ja, wollte ich an der Stelle nur mal sagen. Könnte ich mit einem anderen Trainer als Mathieu Rolland arbeiten? Sein Trainingsspiel gefällt mir, aber ich habe das Gefühl, ich brauche einen neuen Trainer, um neuen Input zu erhalten. Sagt Andreas Leckensund hier. Das ist ja nicht doof. Dann gucken wir direkt mal als erstes wieder auf die Trainergeschichten hier. Wo sind die Beziehungen? Ja, das klappt ja super. Wo sind die Beziehungen gut? Wo sind sie schlecht? Und warum hat Pierre Maillot keinen Trainer beispielsweise? Das sind die Fragen, die uns alle umtreiben. Pierre Maillot. Ich finde es schade, dass man hier nicht den Trainer ändern kann. Ich glaube, beim neuen PCM geht das. Das heißt, wir müssen jetzt wieder in jeden einzelnen Fahrer reingehen. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Gut, das hier passt alles. Igor Anton sieht gut aus. Biedermann passt. Ich guck mal ganz kurz durch. Bjerg ist in Ordnung. Bourgodeau passt auch für mich. Coquard ist auch happy. Simon Geschke ist auch gut drauf. Ibrahim ist auch okay. Guck mal ganz kurz die Fahrer durch. Hier soll ja jeder gut trainieren. Ich meine, ich habe ja gesagt, ne, wir haben unfassbar viel Geld auf dem Konto. Wir haben sehr gut gewirtschaftet in den letzten Saisons. Daher können wir es uns natürlich auch leisten, hier einfach mal Trainer einzustellen, dass jeder Fahrer hier das bestmögliche Training bekommt. Was ist mit Miguel Ángel López? Wieso hat er nur 3 Sterne? Haben wir noch einen bahnbrechenden Trainer? Tatsächlich, wir haben Roland. Dann soll er doch zu Roland gehen. Das passt für mich. Lutsenko ist happy, Maciejuk ist happy, Madouar geht so. Ja, komm hier. Wo fährt der? Der fährt auch bei Roland. Dann kann er ja wechseln, bahnbrechend zu. Wer war denn der bahnbrechende hier? Patrick Jean. Dann soll er dahin wechseln, ist okay. So, Pierre Maillot. Wieso trainiert er auf Sprinter? Was hat das für einen Sinn? Kann man so machen. Wahrscheinlich wollte ich die Beschleunigung und so ein bisschen verbessern bei ihm. Kann man machen. Soll auf jeden Fall auch einen Trainer bekommen, dass er auch gut gefördert wird. McNulty ist happy. Happy. Alle happy. Schauen wir mal, ob irgendwer nicht happy ist. Ja, Sala ist noch okay. Torrejon, Vlasov, Restor, Chaler, Zariri. Modern. Oh, der hat einen anderen Stil bekommen, ne? Der braucht man einen modernen Trainer. Dann nehmen wir noch ihn hier, Ludi. Und dann haben wir alle. Sehr schön. Alles klar. Mails haben alle gelesen, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Tag weiter. So, Kalender können wir bestätigen. Trainingslager nehmen wir jetzt erstmal nicht teil. Unsere Trainingslager sind einfach die frühen, frühen Rennen. Entwicklung des Trainingsstils. Oh, da bin ich schon gespannt. So, pass auf. Roddy Simon. In Frage gestellt, indem er sich einem neuen Ansatz geöffnet hat. Er ist jetzt ein traditioneller Fahrer. Okay. Liegt wahrscheinlich auch am Alter, ne? Das habt ihr mir schon mal in die Kommentare geschrieben. Das heißt, hier steht aber noch modern. Soll ich ihm jetzt einen traditionellen Trainertyp geben oder nicht? Ich mach's mal. Soll er mal bei Gazaev fahren? Und dann gucken wir mal weiter. So. Ich weiß gar nicht, womit wir die Saison starten werden. Ich glaube, wir werden tatsächlich nicht mit der australischen Meisterschaft starten, weil wir keine Australier im Team haben. Das ergibt Sinn. Wir haben zwar Fahrer aus allen möglichen Herren Ländern, aber nicht aus Australien. Das heißt, unser erstes Rennen wird dann die Tropicale Amissa Bongo sein, gefolgt von der Tour Down Under. Das werden also die ersten Rennen der Saison sein. Ich glaube, die fahren wir auch, würde ich mal sagen.
Ich weiß, dass ich immer dazu tendiere, am Anfang der Saison mehr Rennen zu fahren als am Ende der Saison. Einfach, ich weiß gar nicht warum, ja, doch wahrscheinlich schon, weil am Anfang der Saison immer die Euphorie groß ist, dass es dann losgeht, die neue Mannschaft etc. bla bla. Und am Ende der Saison, wenn dann auch schon die ganzen Transfers getätigt wurden und so weiter, da hat man sich halt schon viel dann mit der neuen Saison beschäftigt. Ich finde das auch immer ein bisschen doof, dass quasi schon während der Tour de France oder kurz danach dieser ganze Transferzeitraum losgeht. Sodass man quasi aus der aktuellen Saison schon so ein bisschen rausgerissen wird und sich dann dementsprechend schon mit der Zukunft mehr beschäftigt als mit der Gegenwart. So ein bisschen meh. So, bin mal gespannt, welche Teams die Wildcard kriegen für den Giro. Okay. Flash Wallon. Da. Also jetzt gibt es halt die ganzen Wildcard-Geschichten, interessieren uns ja zum Glück schon lange nicht mehr. Wir sind ja ein fester Bestandteil der World Tour und damit natürlich für alle großen Rennen qualifiziert. Chris Harper ist neuer australischer Meister. Das freut mich sehr für ihn. GG an der Stelle. India Car Drive hat bekannt gegeben, dass der Teamsponsor India Car Drive den am Ende nicht verlängern wird. Wisst? Woher wisst ihr das? Hä? Das entscheide doch ich. Interessant. So, Kemna ist jetzt ein moderner Fahrertyp. Dann, ich halte mich einfach mal daran, was mir PCM da schreibt. Ne? Die kriegen jetzt einfach einen modernen Trainer, wenn sie moderner Fahrertyp sind. Also ich nehme diese Mails einfach mal ernst. So, und hier sieht man jetzt auch die ganzen, ne, was ich gesagt habe, jeder Fahrer hat ungefähr ein Ziel. Strade Bianche, bei Omen ist es Paris-Nizza, bei Ego Anton die Tour de Ruanda und so weiter und so fort. So dass also jeder seine Rennen bekommt, wo er mal mehr oder weniger auf eigene Rechnung fahren kann. Wer ist denn Francisco Contador? Wer ist das denn? Cometa Cycling Team? Ist das nicht. Müsste das nicht Alberto Contador sein? Hier Jan Kirsipuu. Aha. Interessant. Auch ein altbekannter, Michael Hepburn, neuer Zeitfahrmeister Australiens. Großes GG natürlich an der Stelle. Und dann machen wir weiter. Würde hier schon noch gerne ins ein oder andere Rennen einsteigen, natürlich, weil es das ganze Anfangsgeplänkel so ein bisschen zeitfressend. Aber es gehört halt auch mal dazu. So. Okay, Amisa Bongo, La Tropicale Amisa Bongo, ein siebentägiges Rennen durch Gabun. Also wirklich ein interessantes Rennen. Wir schauen uns das Profil an. Wir haben viele Flachetappen während dieses Rennens. Mehr oder weniger flach. Und ja, alles mehr oder weniger flach, ne? Also die Etappe hier ist ein bisschen wellig, aber ansonsten sehr, sehr flachlastig. Wir haben einen Kader, der bereits ausgewählt ist, natürlich entsprechend unserer Planung. Und da möchte ich jetzt gerade mal schauen, ob das auch alles hinhaut. Lieber einmal mehr gecheckt. So, Tachira natürlich. Da. Jetzt wollte ich mal kurz gucken, was hat Igor Anton nochmal für ein Ziel gehabt? Da stand doch gerade irgendwas. Tour de Ruanda. Ah, das ist natürlich nochmal ein anderes Rennen. Das kommt später erst hier hinten. Okay, alles klar. Flagge sieht ein bisschen ähnlich aus, deswegen war ich gerade verwirrt. Ja, das also unser Kader fürs erste Rennen der Saison. Mikel Bjerg ist dabei, Giuliano Cambarei, Youssef Rigigi als Kapitän wahrscheinlich, dann Liu, Ibrahim, Torrejón und Biedermann. Alle mit am Stiesel. Und wir setzen natürlich voll und ganz auf den Afrikaner in unserem Team. In diesem Kader sogar den einzigen Afrikaner. Nochmal kurz drüber gelesen, nicht, dass ich was Falsches sage. Und zwar auf Youssef Rigigi, unseren Sprinter, der natürlich hier wahrscheinlich die besten Chancen für uns hat zu gewinnen. So, jetzt muss ich erstmal überhaupt wieder klarkommen.
auf die ganzen Teams, auf die Fahrer. Teilweise gibt es ja hier noch Mannschaften, die es im neuen PCM und in der 2023er Saison natürlich sowieso gar nicht mehr gibt. Zum Beispiel NTT Pro Cycling gibt es ja schon länger nicht mehr. Und natürlich auch die ganzen Fahrer, die bei irgendwelchen Teams fahren. Wie zum Beispiel, ich habe schon gelesen, dass Apollonio bei Sidi Ali Gedingsgedöns fährt, bei diesem Team aus Marokko. Ganz, ganz wild, aber auch irgendwie cool. So, Biedermann hat keine gute Tagesform, wird aber trotzdem unser Captain sein fürs heutige Finale, also unser Anfahrer-Captain, muss man sagen. Alle anderen stellen sich heute voll in den Dienst von Youssef Rigigi, unseren Meister aus Algerien. Und dann starten wir rein in die heutige Etappe. Gucken wir mal, was da heute so passieren wird. Es gibt die ersten Attacken, wie auch schon letzte Saison. Erinnere mich noch gut, relativ gut daran. Da war ja auch diese ganze Datenbank noch völlig neu für mich mit den ganzen neuen Teams und mit diesen ganzen exotischen Rennen, die man ja im neuen im normalen Pro Cycling Manager vielmehr gar nicht hat. Dementsprechend ist mir das noch ganz gut in Erinnerung, dass wir da einiges an Spaß hatten bei diesem Rennen. Und ich erinnere mich auch noch, ich meine, es war die Tropicala Missa Bongo, wo wir von Ahmed Galdune, und der Name sagt, den kenne ich sogar noch aus diesem Grund, von Ahmed Galdune in die Schranken gewiesen wurden. Er ist zumindest nicht mehr im Sidi Ali Pro Cycling Team. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt hier mit am Start ist. Also beim Überfliegen sehe ich den Namen nicht. Vielleicht ist er auch gewechselt oder fährt halt hier einfach nicht mit. Kann natürlich auch sein. So, wir haben die ersten Ausreißer vorne. Orjuela aus Kolumbien und Ndayisenga aus Ruanda sind die beiden Spitzenreiter hier. Ich finde, dieses Team aus Ruanda ist ein bisschen doof gemacht, weil die halt einfach die Fahne von Ruanda auf dem Trikot haben. Was natürlich total hilft, den Meister aus Ruanda zu erkennen, sollte er hier mitfahren. Das ist sehr durchdacht. So, zwei Mannschaften haben hier gar keinen Bock auf diese Ausreißergruppe. Das ist einmal die Mannschaft Bai. Oh, das ist die Mannschaft Skoll. Entschuldigung. Ach, welch Fauxpas. Und dann ist es die Mannschaft hier mit den grünen Trikots. Und das müsste. Genau, es ist Tabriz Cycling aus dem Iran, die hier ebenfalls wahrscheinlich gerne einen Fahrer in der Spitzengruppe hätten und deshalb hier vehement hinterherfahren. Bergwertung interessiert uns in diesem Rennen einfach mal komplett gar nicht. Das ist schon okay. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Gesamtwertung dieses Rennens. Michael Bjerg hat, glaube ich, sogar gerade Punkte bekommen, zumindest sieht so aus. Ist auch schon die zweite Bergwertung des Tages. Es geht so schnell. Da kriegst du das alles gleich mit. Ausreißer wurden eingeholt. Gibt jetzt schon die nächsten Attacken. Mugisha und Matsuyan greifen an. Und damit also endlich den lang ersehnten Ausreißversuch für diese beiden Mannschaften. Ich glaube, das sind die beiden Mannschaften, die gerade eben so vehement hinterhergefahren sind. So, wir gucken mal, wer hier noch so mit am Start ist. Tatsächlich einige Top-Teams dabei, neben den ganzen Mannschaften aus Afrika, die hier mitfahren. Wie zum Beispiel hier Groupement Sportif de Pétroliers aus Algerien oder ProTouch aus Südafrika sind hier auch Virtual-Teams dabei und zwar nicht wenige. Also Quickstep, Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers und. Hier und Isagire einfach im Trikot von Caja Rural, das ist natürlich sehr passend. Und auch Dean Smith zählt heute ja zu den Favoriten, habe ich schon gelesen. Und er hier auch bei Caja Rural untergekommen. Bin sehr gespannt, wie die heutige Etappe laufen wird. Was wir da für Chancen haben im Finale. Ich denke mal, Rigigi ist eigentlich gut genug, um die Etappe zu gewinnen. Das hat das Spiel ja auch so gesehen, hat ihn hier gleich zum Top-Favoriten ernannt. Und von daher gucken wir einfach mal, wie das hier laufen wird bei diesem ersten Teilstück der Amisa Bongo Tropicale. Das kann man wahrscheinlich so nicht sagen, aber egal. So, wir spulen ein bisschen vor.
75 Kilometer haben wir noch zu absolvieren. Es gibt noch einen Sprint und eine Bergwertung. Diesmal eine der vierten Kategorie. Die werden wir halt, wie gesagt, einfach zur Kenntnis nehmen, aber mehr oder weniger einfach nur überrollen. Und dann geht's ins Finale. Ihr seht, es ist leicht wellig im Finale. Nichts allzu Wildes, also braucht jetzt keine Angst vor haben. Aber trotzdem sind das Anstiege, die natürlich das Rennen beeinflussen können. Jetzt gibt es erstmal gleich die Bergwertung. Und wir gucken mal nach vorne. Da haben wir den Mann aus Ruanda vorne, Mugisha. Mois Mugisha gewinnt die Bergwertung von Mehdi Mazzogian. Und dann also Alessandro Covi als Dritter hier über diese Bergwertung. Und damit führt Valens Ndayizenga mit 10 Punkten in der Bergwertung. Und wird damit dieses Trikot am Ende der Etappe entgegennehmen dürfen. So, noch 35 Kilometer. Ich mache mal das Folgende. Ibrahim muss mal kein Tempo mehr fahren. Stattdessen lasse ich die anderen mal ein bisschen mehr Tempo aufnehmen. Und dann gucken wir mal, dass wir die Ausreißer hier noch eingeholt kriegen. Viel Abstand haben sie nicht. Trotzdem muss das ja auch noch erledigt werden hier. Cajarural aber auch in der Tempoarbeit. Und hier den Namen, den kenne ich sogar noch. Dapena. Das ist ein junger Fahrer aus Spanien, der schon jetzt ziemlich starke Werte hat. Also das könnte potenziell ein Toursieger von übermorgen sein. Oder ein Vuelta-Sieger, je nachdem, wo da sein Fokus liegt. So, jetzt noch ein Ausreißer vorne. Der hat auch nicht mehr so viel Vorsprung. Also das sollte kein Problem werden, den dann gleich noch einzuholen. Mugisha ist es aus Ruanda. So, und da jetzt aktuell hier andere Mannschaften Tempo-Wett machen, lasse ich meine Jungs einfach mal auf Position fahren. Dürfen sich gerne mal kurz dahinter einreihen. Und dann werden wir im Finale nochmal mit allen Männern nach vorne fahren. Jetzt ist Mugisha also eingeholt. Hat sich aber heute schön vorne präsentiert. Auch wichtig für den Sponsor. Und vielleicht guckt ja auch die Mutti oder die Omi zu am Fernseher. Und freut sich. Sivondier haben wir hier im Trikot von IF. Und vorne jetzt Isagire, der sich hier nicht zu schade ist, auch mal mannschaftsdienlich zu fahren, bereitet jetzt das Feld sozusagen für Dion Smith. So, guck mal, dass wir Regigi noch mal ein bisschen vorne, weiter vorne platzieren. Dieses Finale sieht auch sehr interessant aus, weil es ganz schön bergab geht auf den letzten Metern. Also das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, wenn es wieder darum geht, den Sprint richtig zu timen. Lieber ein bisschen zu früh die Nase in den Wind stecken bei solchen Angelegenheiten. Und hier haben wir Luis Verwacke, ehemaliger Fahrer aus unserem Team, der einfach bei Bora untergekommen ist. Das ist ja komplett wild. Jetzt allerdings gestürzt. Man muss jetzt dementsprechend schauen, dass er wieder den Anschluss zum Feld findet auf den letzten 12 Kilometern. Vorne jetzt UAE, Mannschaft Sunweb und Cajarural ebenfalls mit dabei bei der Tempoarbeit. Bereiten jetzt hier die Sprintzüge vor. Letzten 10 Kilometer sind jetzt angebrochen. So, und jetzt wird es eben wellig. Das ist genau das Ding, was ich vorhin angesprochen habe. Es geht jetzt hier die ganze Zeit hoch und runter. So, und wir versuchen jetzt mal hier einen entspannten Sprintzug aufzuziehen. Kambarei kann sich ruhig mal an Liu hängen, an Rigiki hängen natürlich. Und wir fahren jetzt mal mit Ibrahim so ein bisschen nach vorne. Der Rest hängt sich einfach hinten dran. Alles gut. Und dann schauen wir mal, dass wir so ein bisschen Position gut machen. Denn jetzt geht es ja so langsam ins Finale dieser Etappe. Der Scheiß Süterlin macht jetzt Tempo vorne. K
kein großer Zug von uns, ich weiß, aber das macht auch überhaupt nichts, denn es sind auch nur 5 Kilometer bis ins Ziel. Das heißt, wir lassen jetzt schon mal Zuojin Liu nach vorne. Darf jetzt hier ruhig mal ein bisschen Tempo machen. Dahinter Biedermann und dann auch schon Youssef Rigigi. So, Liu jetzt vorne. Okay. Darf hier ruhig noch mal ein bisschen Tempo bolzen. Und dann kann jetzt eigentlich schon Biedermann rausfahren. So, und dann müssen wir gleich gucken. Oliveira haben wir hier. Das ist auch kein schlechter Sprinter. Müssen wir jetzt gleich gucken, dass wir mit Regi nicht zu spät rauskommen. Links Ekhoff. Ich tippe einfach mal drauf, dass er jetzt nicht durchhält. Und Regi kann jetzt rausfahren. Jetzt also Youssef Regi gegen Newman Huis im Sprint. Der hat einen besseren Abfahrtwert. Das könnte hier den Ausschlag geben, aber. Da ist er doch, Youssef Rigigi. Erstes Rennen, erster Sieg. Ganz, ganz stark gemacht. Ach ja, mit Camaret wollte ich ja auch noch sprinten. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Macht aber nichts. Youssef Rigigi wird der Favoritenrolle gerecht. Gewinnt das erste Rennen der Saison. Die erste Etappe der Tropicale Amissa Bongo. Was passiert? Denunzier, Fahrradtour oder was? Denunzier ist auch schön. Hallo Holy Holly. Willkommen im Stream. Ja, wir fahren hier ein bisschen Radrennen. Muss auch mal sein. Das muss sein. Hoffe, dir geht's gut. Frohes Neues. Ich glaube, wir haben uns noch nicht irgendwo gehört, gelesen, wie auch immer. In diesem Sinne, frohes Neues dir und auch deinem Lebenspartner, Lebensabschnittsgefährten, wie auch immer. Also, Rigi, der Sieger der ersten Etappe von Newman-Huis und Romain Seyll. Damit natürlich auch die Führung jetzt in der Gesamtwertung. Für unser Mann aus Algerien und ein sehr, sehr schickes Bergtrikot bekommt Valens Ndayisenga aus Ruanda, der zwar punktgleich ist mit dem Kolumbianer Orjuela, aber wird schon fair sein, dass der das Bergtrikot bekommt. Ein noch viel wunderschöneres Sprinttrikot bekommt Youssef Rigigi durch seinen Etappensieg. Also jetzt der Mann in Pink. Nguyen Huis, bester in der Nachwuchswertung und in der Teamwertung, führt natürlich C. Clair. Ich finde es gut, dass die Ladies immer mit aufs Treppchen dürfen. Ja, das ist tatsächlich noch sehr zurückgeblieben. Also zumindest hier im Spiel. In echt ist das nicht mehr so. In echt ist jetzt immer ein Mann, eine Frau auf dem Podium, die dann den Siegern die Hand schütteln darf. Oder den Siegerinnen. Gibt ja mittlerweile auch viele Frauenrennen. Also da hat man mittlerweile auch was gemacht. Denn das war schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. So ein bisschen. Ja, nur ein bisschen. Thank you.